Hello, Friendos. Ich bin vielleicht nicht ganz vorbereitet aufgrund meiner Blutfiolen, aber bevor ich da hingehe, wir haben ja noch eine Rune gefunden. Die möchte ich gerne mir nochmal angucken. Arkansee. Nee, was war denn das? Doch, es war Arkansee. Arkansee. Da können wir Arkanschaden reduzieren. Plus 7. Wahrscheinlich werde ich baldig auf die auf den Speer zurückgehen, aber erstmal gehen wir hier rein. Das riecht hier so total nach Beschwörungsmarienchen. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Bis jetzt sind wir noch nicht in irgendeinem... Doch, jetzt schon. Na, großartig. Der Blutmond steht hoch am Himmel. Da sind die Glöckchen schwingenden Schweine. Oh Gott, und wie viele das sind! Wo haben wir uns da nur hinbegeben? Ja, klar, der Mond verdunkelt. Scheiße. Moment, das ist der Kosmos. Oh nein, eine riesige Untotenbestie. Puh. Das müffelt ein bisschen. Bei all den toten Leibern. Disgusting. Oh meine Güte. Der Wiedergeborene. Balancieren uns ganz langsam dahin. Ich frage mich, ob wir überhaupt was gegen das Vieh tun können. Wow, okay, Double Treffer. Scheiße. Alter, Alter, was zum Teufel trifft uns denn da? So schnell auf die andere Seite. Wow, wow, wow. Mann, irgendwas... Streck, ey. Alter, nein, das wird nix. Oh, okay. Da haben wir doch tatsächlich eine Treppe nach oben gefunden. Scheiße. Falsche Waffe. Okay, jetzt laufen. So. Glöckchen klingelnden Viecher kriegen wir noch platt. Aber leider haben wir danach nicht wirklich viel Leben. Beziehungsweise Fiolen übrig. So, wenn wir die Zulieferer ausschalten. Rotkäppchen. Hoffe ich, dass wir eine bessere Chance gegen dieses Ungetüm haben. So, jetzt ist erstmal ruhig. Nur zu doof, dass wir das halt nicht früher schon gemacht haben. Ich wusste ja nicht, dass es da hochgeht.
Ich habe es zwar gehofft. Okay, wir haben Munition. Von hier unten. Alter. Ey, der trifft uns durch Wände. Das ist ein bisschen doof. Alter, okay. Wir müssen halt aufpassen wegen dem Schreien, wegen dem Chanten von dem Typen. Jetzt müssen wir irgendwie näher ran. Stirb! Shit. Aber das bringt auch nichts. Wir müssen runter, wir müssen irgendwie gegen das Vieh kämpfen. Sind die Klingeln denn wieder da? Okay, vielleicht können wir tatsächlich... Mist. Der mit seinem langen Arm des Gesetzes. Okay, mal gucken. Vielleicht können wir ihn umrunden. Aua. Mist, jetzt wünschte ich mir tatsächlich, wir hätten einfach ein bisschen mehr von unserem schicken Zeug. Komm schon, stirb. Mehr Ausdauer wäre so geil. Scheiße, sorry. Ich hatte keine Ausdauer. Aber ich weiß, wie wir das Vieh besiegen können und das ist gut. Nur das einzige Doofe ist, dass wir auf dem Weg dahin echt lange brauchen. Wir sehen uns aber gleich wieder. Ich werde nämlich versuchen, direkt da durchzukommen. Ist echt doof, dass hier mit diesem, dass wir keinen besseren Startpunkt haben. Dass wir so lange brauchen, um dahin zu kommen. Naja, aber wir sehen uns gleich wieder vor Ort. Ich hoffe, mit mehr Ressourcen diesmal. Und dann können wir das Ding auch ganz gut fertig machen. Das ist gar nicht so stark. Es braucht halt ein bisschen nochmal. Aber... So, wir sind jetzt hier ein bisschen früher. Ich bin gerade wieder auf den Dächern unterwegs. Ich habe hier nur gerade einen Blutsteinbrocken gefunden. Den wollte ich euch zeigen. Ja, die Ressourcen bei uns hinten sind nicht ganz so gut, wie ich gedacht hätte oder wie ich wollte. Ich habe da leider ein bisschen Zeug verspielt. Aber nur ein bisschen. Hier gingen wir ja irgendwo hin. Dann können wir auch das Blutbad wieder benutzen. Uns ein bisschen teleportieren. Ich habe noch bei... einem Vieh habe ich auch wieder so ein wie nennt man das, so ein Hinweisleuchten übersehen und da war dann halt ein Orb drin mit zwei Blutsteindingern. So, nehmen wir die Blutdingens und die Blutfiolen. Es ist halt die Frage, wie kommen wir am schnellsten dann nach unten, ohne dass wir aufgehalten werden. Das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Da geht's runter. Alter, nee.
den Weg will ich nicht gehen. Hier ist halt die Abkürzung, hier geht es am schnellsten runter. Und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen uns schnell einfach nur bewegen. Also können wir auch die ganzen Viecher hinter uns lassen. Ist eine kleine Abkürzung. Ich bin leider einmal runtergefallen, als ich versucht habe, im Aufzug zu fahren, weil ich eine Etage zu früh nach oben war. Jetzt warten wir kurz, bis wir die Ausdauer voll gemacht haben. Dann gehen wir wieder durch. Okay, die Viecher sind da auch wieder. Deswegen werden wir uns beeilen, die erstmal auszuschalten. Weil wenn wir die weg haben... Alter, nein! Der hat uns den scheiß Weg versperrt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet gerade. Der mit seinen langen Beinen. Und dann müssen wir an ihm vorbei, außenrum. Und können ihn dadurch ausschalten. So, jetzt nehme ich lieber den Speer, weil das geht schneller, die auszuschalten, die Viecher hier. Das gibt's nicht, diese Fehlzielrate, die wir da hier mit uns an den Tag legen, das ist echt blöd. So. Bleib zurück, verrückte Kuh. So. Leider habe ich auch keine Ahnung, was wir mit den Kugeln anstellen sollen. Wir können zwar auf das Vieh schießen, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, wir könnten Eingeweide-Treffer verursachen. Deswegen keine Ahnung. Wir haben allerdings gesehen, so, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ein bisschen bessere Karten als beim letzten Mal. Ein bisschen bessere. Nur leicht, aber wir haben bessere. Jetzt müssen wir wieder hier an dem langen Hans vorbei. Ich hab's versucht. Scheiße. Sieht schlecht aus. Mann, jetzt haben wir gleich wieder genauso viel wie vorhin. Und zwar nur 12. Jetzt müssen wir mal kurz laufen, weil uns die ganze Zeit irgendein Scheiß auf den Kopf gleich sonst fliegt. Ey. Der und seine Streifmagie. Ich habe noch keinen so rechten Plan, wie wir das bewerkstelligen sollen. Ich meine, ich weiß, wir müssen an dem Vieh erstmal vorbei. Nur leider ist das an ihm vorbei nicht so leicht mit seinem 10 Meter Bein und Arm. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen schlauer anstellen. Okay. Scheiße! So, komm schon, stirb, 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 stirb! Wir müssen uns kurz zurückziehen. Hör auf, ihn anzuvisieren. Mann, ey, bis der sich da losmacht. Glück gehabt. Alter, nein! Ich glaube, wir kriegen kein anderes Teil außer das da gerade von ihm.
geschittet. Scheiß drauf, lauf, lauf, lauf. Wir hauen hier ein bisschen ab. So gut es geht. Kommen dann an seine Seite ran. Scheiße, was war das? Mann, ich habe da noch nicht aufgepasst. Hat uns das Vieh, Entschuldigung, zugesabbert. Ich versuch's gleich nochmal. Hat ganz gut geklappt, aber irgendwie weiß ich noch nicht ganz genau, wie der Schlüssel zu dem Sieg ist. Aber kriegen wir auch noch hin, kriegen wir auch noch hin. Aller guten Dinge sind drei. Und damit werfen wir uns wieder ins Getümmel. Wir müssen einfach auf dieses Säurezeug, oder was auch immer das war, was der da auf dem Boden hatte, müssen wir darauf achten. Lauf mal hier ein bisschen so in der Ecke herum. Dann laufe ich mal hier rüber und hole mir meine Punkte zurück. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, schön hier in dem Gang entlang. Kommt das Vieh zwar, kommt das Vieh nicht an uns ran. So, jetzt hat es uns zum Glück auch überhaupt nicht erwischt. Ich überlege gerade, dass wir vielleicht irgendwie auf Magie gehen. Vielleicht suche ich mir dann ein stilles Örtchen. Ey, das frisst mich schon wieder hier komplett auf. So. Also das mit dem oberen Viechern eliminieren erinnert mich irgendwie an Demon's Souls. Der erste große Ritter, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ja, super. Haben wir super gemacht. Echt toll. Okay, hier drinnen im Gang kann es uns erstmal nichts. Ja, schon wieder. So. Wie erwischt uns das denn immer? Das ärgert mich schon ein bisschen auf jeden Fall mit dem, dass es durch Wände schießt. Aber scheiß drauf. So, wir sind wieder dabei. Wir müssen nur aufpassen, dass es wahrscheinlich nicht seine Special-Sachen macht. Dann passt das schon. Versuchen wir mal dran vorbeizulaufen. Und wenn es dann irgendwie Wasser lässt, oder was auch immer, okay, damit müssen wir auch aufpassen. So. Ah. Okay. Raus hier. Aus der Brühe. Das hat sich gerade übergeben. Das haben wir gesehen. Und das hat uns, glaube ich, das letzte Mal auch das Leben gekostet. Tatsächlich. Das und dieses verdammte ständig angespuckt werden. Hör auf. Schluss. Gib ihm Saures, gib ihm Saures, gib ihm. Scheiße, das hätte ich ein bisschen eher drauf kommen müssen. Jetzt hauen wir erstmal ab. Hat sich das Vieh zu Ende übergeben? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch gerade gar nicht, was es macht, aber bis jetzt sieht es noch relativ gut aus. Mit unserem Leben.
regeneriert er sich eigentlich ein bisschen oder... Nee, ich dachte, der Zeiger würde sich ein bisschen ändern. Boah, das habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet. Treppe runter, Treppe hoch. Scheiße. Hat leider nicht ganz geklappt. Uah. So. Das ist so scheiße. Mann, ey, wieso komme ich nicht mehr richtig an das Vieh ran? So, jetzt rennen wir mal einfach wieder. Bis der Scheiß vorbei ist. Oh, Mann, ey. Wir machen zwar mehr mit Schaden mit dem Speer, aber das Problem beim Speer ist, der dauert einfach viel zu lange, bis wir den benutzen können. Um schon aufzuleben. So, friss doch alles auf, was ich dir gegensetze. Nein, nicht jetzt. Stirb! Wuhu! Ah, gelbe Wirbelsäule, ekelhaft, der Wiedergeborene, und wir haben ihn besiegt. Und das ist gut so. Puh, wir hauen gleich mal ab. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie es weitergeht. Uiu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 i. Da haben wir echt eine Mordsarbeit geleistet. Und ich würde sagen, tsching! Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Moment, bevor wir uns in der nächsten Folge sehen, würde ich gerne erstmal dieses mit der gelben Wirbelsäule nochmal sehen. Gelbe Wirbelsäule, besonderes Material für ein Ritual der heilenden des heilenden Kelchs. Besonders von der heilenden Kirche gesammelte Körperteile. Was soll der grausame Köder anlocken? Durch den zusätzlichen Ritus der mordenden Opfergabe erscheinen gottlose Kräfte, normalerweise schreckliche Wesen. Erscheinen gottlose... Oh, nochmal. Durch den zusätzlichen Ritus der mordenden... Was ist mit mir los? Ich kann manchmal überhaupt nicht lesen. Durch den zusätzlichen Ritus der mordenden Opfergabe erscheinen gottlose Kräfte. Normalerweise erschreckliche Wesen, die aber auch eine gute Beute bei der Jagd sind. So, das haben wir gelesen und beim nächsten Mal leveln wir und dann gucken wir, wie es weitergeht. Wahrscheinlich gehen wir dann vielleicht durch die Tür dann einfach weiter. Hier gibt es voll viele Bosse. Bis dann.